Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen kurz vor dem vierten Advent oder auch am vierten Advent, kurz vor Weihnachten, zu einer Bücherwoche, die leider ganz und gar nicht weihnachtlich so richtig für mich war, denn ich habe mich mit einer doch recht starken Erkältung und Mandelentzündung herumgestritten, beziehungsweise hat irgendwann der Klügere nachgegeben, in dem Falle ich, und hat diese Erkältung einfach Erkältung sein lassen. Und es hat mich doch recht intensiv, würde ich sagen, erwischt, gerade die ersten 3 Tage von Montag bis Mittwoch. Ich konnte im Büro am Montag gefühlt stündlich merken, dass das irgendwie schlimmer wird. Es ging los mit den Halsschmerzen, dann ging es irgendwie hier in den Nebenhöhlen los, dann kam der Schnupfen, dann kam die Kopfschmerzen, dann kam Müdigkeit und irgendwie habe ich dann nach der Mittagspause auch gesagt, so macht das keinen Sinn. Ich gehe jetzt auf jeden Fall nach Hause, bin dann auch zum Arzt gegangen und habe dann aufgrund der sehr starken Mandelentzündung auch leider Antibiotika nehmen müssen. Das hat aber sehr gut geholfen, gar keine Frage. Da merkt man wirklich, wenn man halt was hat. Medizin ist dann doch gar nicht so schlecht. Und dann habe ich die ersten 3 Tage wirklich sehr viel vor mich hingedöst und auch gefühlt gar nicht viel gelesen, sondern eher wirklich auch Hörbuch gehört oder dann eben Serie geschaut. Und ja, dementsprechend war die Woche nicht ganz so schön. Es wurde dann auf Ende der Woche besser. Und ich konnte dann auch das dritte Adventswochenende so ein bisschen mehr genießen, auch wieder ein bisschen mehr Weihnachtsstimmung haben und hoffe, dass das jetzt einfach mal so die Grippe für diesen Winter war oder die Erkältung für diesen Winter und mehr braucht man ja gefühlt auch nicht, eine reicht ja. Ja, ansonsten war in der Woche leider gefühlt von anderen Dingen nicht sehr viel los, auch buchtechnisch muss ich sagen, dass ich tatsächlich nur 2 Bücher beendet habe. Ein Buch lesen wir im Leseklub, ein anderes hatte ich begonnen, aber dann nicht weitergelesen. Dafür bin ich gut vorangekommen bei den Gilmore Girls, ich habe auch ein paar Magazine gelesen und denke, wir fangen jetzt einfach mal so ein bisschen mit den Büchern an, zu denen ich aber heute noch gar nicht richtig so viel sagen kann. Es ist Der Herr der Ringe, der dritte Teil, die Rückkehr des Königs von J.R.R. Tolkien, war ja mein zweites Reread-Projekt in diesem Jahr. Nach Harry Potter haben wir dann im Oktober, November, Dezember den Herrn der Ringe gelesen und ich habe den am Wochenende angefangen und ein Stückchen von mir befindet sich auch noch in Mittelerde. Das Hörbuch der Woche, und Hörbuch, finde ich, geht halt auch, wenn man krank ist, immer sehr, sehr gut, war dann Wir sind Götter, der zweite Teil der Bobby Worth-Reihe von Dennis E. Taylor, gesprochen von Matt Damon, nein, natürlich von Simon Jäger, aber für mich ist das immer ein schelmisch lächelnder Matt Damon, der mir die Geschichte vorliest und so auch in diesem Fall ein zweiter Teil, auf den ich mich sehr gefreut habe, da mich der erste Teil ja auch total gepackt und fasziniert hat. Und begonnen haben wir dann mit Die Überfahrt von Mats Strandberg. Ist mein erstes Buch des Autoren, ist glaube ich auch das Debütbuch des Autoren, der als schwedischer Stephen King beschrieben wird. Und das lesen wir ja jetzt immer noch im Leseklub, beziehungsweise wenn ihr das Video seht, müsste die Leserunde eigentlich vorbei sein. Aber dazu kann ich euch dann natürlich erst abschließend was in der nächsten Woche sagen. Ich habe auch mit einem Weihnachtsbuch begonnen, was ich jetzt in der Woche beenden werde. Vor Weihnachten, jetzt hinke ich natürlich ein bisschen mit meiner Weihnachtsleseliste zurück. Aber es lässt sich leider nicht irgendwie vermeiden. Ja, 2 Magazine habe ich gelesen. Einmal einer meiner 2 Liebsten, die Flow und Ich Bin. Die hat mir die liebe Tanja in Berlin mitgegeben und gesagt, guck doch mal, ob das was für dich ist. Und dazu möchte ich dann auf jeden Fall auch noch ein bisschen was erzählen. Aber wir starten mit Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs von J.R.R. Tolkien. Ein Buch, wo ihr ja bereits am Donnerstag, ich glaube, das Video kam jetzt vorher, das Im Bann vom Buchrein-Video gesehen haben könntet, solltet. Wenn nicht, findet ihr es unten auf jeden Fall in der Infobox. Schaut da mal gerne vorbei. Ja, eine Reihe, die mich nie ganz loslässt, die immer wieder, wenn ich es lese, ein Stückchen von mir in sich behält und man ganz viel von sich darin findet, zurücklässt und anders im Grunde wieder mit ins Leben nimmt. Und ich bin einfach ein großer Fan dieser Geschichte, dieser Trilogie, dieser ganzen Welt, die Tolkien erfunden hat. Und ich finde da gar nicht die richtigen Worte. So ging es mir auch beim Drehen von Im Bann von Buchrein, was ich gerade eben getan habe, dass ich
ja, einfach gar nicht weiß, wie ich diese Geschichte in Worten fassen soll. Ja, um was geht's im Der Herr der Ringe? Ja, es geht ja um eine High-Fantasy-Welt, in der eben ein dunkler Herrscher die Welt bedroht, seine Gesandten in Form von Orks, sehr düsteren, dunklen Geschöpfen im Grunde auf die freien Menschen und Völker loslässt. Wir haben im Herrn der Ringe ja nicht nur Menschen, sondern wir haben Hobbits, wir haben Zwerge, wir haben Elben und allerlei andere Gestalten, Lebewesen. Und ja, der dunkle Herrscher bedroht eben ja die Welt und es tun sich eben ein paar Charaktere aus allen freien Völkern auf, die eben die Gemeinschaft des Ringes bilden. Der Ring ist im Grunde das Herrscherinstrument des dunklen Herrschers und man möchte es vernichten und ja, diesem Weg werden natürlich einige Steine dazwischen gelegt. Es passiert sehr viel zwischen diesen Völkern. Es herrscht natürlich auch irgendwie ein Kriegszustand. Es kommt zu Schlachten und ja, und am Ende hat man eben dieses große Finale mit einem Titel, wie ich finde, der schon, oder einem Untertitel des Buches, der schon viel zu viel eigentlich verrät, weil man irgendwie schon immer ahnen konnte, wer denn hier der König ist und was die Rückkehr dann auch bedeutet. Ein Buch, das nicht unbedingt durch die Geschichte an und für sich, finde ich, sehr packend und überzeugt, sondern wie sie eben erzählt wurde. Denn wir haben hier eben die verschiedenen Blickwinkel auf die Geschichte. Wir haben unterschiedliche Perspektiven der unterschiedlichen Gefährten. Wir begleiten so drei Geschichtsstränge zur Hauptzeit und das erleben wir sehr intensiv. Also es ist wirklich so, als würde uns diese Geschichte von diesen Charakteren erzählt werden. Und auf der einen Seite bleiben die Charaktere sehr kühl, gelassen, und auch, ja, wie wenn sie schon eine Weile von der Geschichte entfernt sind, was aber wiederum für uns Leser es sehr ergreifend und mitreißend macht, weil man eben so durch diese Augen von den Perspektiven einfach so drin ist. Und das ist einfach, was ich finde, was Tolkien wirklich großartig gemacht hat. Zudem verwebt er Geschichten von Freundschaft, von Krieg, von Streitereien, von Intrigen, von Liebe und das einfach alles mit den unterschiedlichsten Lebewesen, die es hier gibt. Und er macht das einfach für mich perfekt und großartig. Und ich liebe dieses Buch ja jetzt schon über 20 Jahre. Ich habe das ja in der 7. Klasse, da war ich so gefühlt 13, für mich entdeckt, habe es ja dann wirklich weggelesen, habe es, ich glaube, in kürzester Zeit nochmal gelesen und habe es mittlerweile vermutlich so zum 6., 7. Mal gelesen. Ich habe mir es leider nie richtig aufgeschrieben. Manche schreiben ja immer in die Bücher rein, wann sie es lesen. Das habe ich nicht gemacht. Und immer wieder, ja, so durchschnittlich wahrscheinlich alle 2 Jahre, ja, kommt in etwa hin. Ich liebe die ganze Welt von Tolkien, alles, was er um Mittelerde erfunden hat. Ich habe euch alle möglichen Bücher und Sonstiges jetzt in meinem Video vom Donnerstag schon gezeigt und ich finde es einfach großartig. Und für mich ist wirklich auch der letzte Band sehr emotional. Es gibt sehr viele Wendungen, Abschiede, ja, Beendigungen, die mich unglaublich berühren, die mich wirklich zu Tränen rühren, die mich ja wirklich auch total verzweifelt eigentlich zurücklassen und dann kommt aber so dieser Hoffnungsstrahl am Ende und das ist eine Geschichte, wie gesagt, sie nimmt etwas von mir mit und ich verliere mich immer ein klein wenig mehr in Mittelerde und finde das großartig und bin danach zwar irgendwo der gleiche, aber doch irgendwie ein anderer Mensch. Und ich glaube, mir geht es dann manchmal wie Frodo, der sagt, er ist eben nicht hin und zurück gegangen wie Bilbo, sondern ein Teil von ihm ist im Grunde noch in dieser Geschichte. Und ja, es wird ihn nie so ganz heil machen. Und ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Und ja, ich finde es großartig. Es ist für mich wohl die mit beste Buchreihe, neben wirklich auch Harry Potter und ja, es ist wirklich, was mich eben auch emotional packt und das auch in der Schnelligkeit erzählt, nicht so extrem ausschweifen, wie es ja zum Beispiel George R. R. Martin durchaus ist, der ja irgendwann hunderttausende Charaktere hat
wo man denkt, ja, hat er überhaupt noch einen Überblick? Das Gefühl hat man hier eben nicht. Und daher habe ich jetzt, glaube ich, genug geschwärmt und guckt euch einfach ja, das Video an, wo ich ja auch ja, meine Sammlung sozusagen ein bisschen zeige. Das zweite Buch ist ein nicht weniger spannendes Buch, allerdings in einem ganz anderen Genre, nämlich in der Science Fiction. Und zwar Wir sind Götter von Dennis E. Taylor. Das ist der zweite Teil der Bobbyverse-Reihe. Der erste Teil war jetzt, glaube ich, im Sommer diesen Jahres ist er herausgekommen und es war mir eigentlich erst so bewusst, dass das eine Dilogie wird, also dass der zweite Teil wohl der Abschluss sein wird, aber jetzt ist schon bekannt, dass es einen dritten Teil geben wird, der nächstes Jahr im Juni herauskommt, der allerdings einen sehr großen Zeitsprung macht. Da muss man mal gucken, ja, ob es dann irgendwie vielleicht doch eher eigenständig ist oder ob es die Geschichte tatsächlich so weitererzählt. Ja, es ist eine Science-Fiction-Geschichte, die mich mit dem ersten Band total gepackt hat und gefesselt hat. Ich werde euch auch mal meine Rezension zum ersten Teil unten in die Infobox packen. Also meine Bücherwoche, wo ich über den ersten Teil spreche, weil natürlich ist es schwierig, etwas zur fortbestehenden Geschichte zu einem zweiten Teil zu erzählen, weil man würde natürlich den ersten Teil spoilern. Aber in der Geschichte geht es eben um Bob. Und Bob ist ja in der Zukunft ein Mann, der sehr viel von künstlicher Intelligenz hält und er selbst möchte nach seinem Tod sich im Grunde einfrieren lassen und dann selbst im Grunde, wenn dann irgendwann diese Erfindungen gemacht sind, eben als ja, Roboter mit seinem Gehirn oder als seinem Klon sozusagen wieder auf die Welt kommen. Aber alles kommt anders, denn Bob stirbt relativ früh und die Menschheit steht so ein bisschen, ja, kurz davor, die Erde zu kollabieren. Und ja, man erwacht oder man baut Bobs Gehirn bzw. das Wissen seines Gehirns in einen Computer ein. Und das klingt total verrückt und das ist es auch. Das muss man ganz klar sagen. Es ist eine großartige Idee, dass man eben nicht künstliche Intelligenz erschafft, im Sinne von, der Mensch speist diesen Roboter, diesen Computer mit Intelligenz, sondern dass da eben diese menschliche Intelligenz tatsächlich dazu genutzt wird, um künstliche Intelligenz herzustellen. Es ist eine wahnsinns grandiose, innovative, überraschende Idee, die ich wirklich faszinierend fand. Also es wird schon ein bisschen technisch natürlich auch erzählt, wie das funktioniert. Wir erfahren natürlich aus erster Hand von Bob, wie es sich anfühlt, was es jetzt für ihn irgendwie bedeutet, auch mit dem Bewusstsein, dass er, also ja eigentlich jetzt tot ist, aber ja irgendein Teil von ihm übrig ist. Zudem hat er die Möglichkeit, sich immer wieder zu reproduzieren, das heißt im Grunde Klone, maschinelle Klone von sich herzustellen, die bis zu einem gewissen Grad so sind natürlich wie er, sobald sie aber dann ihr eigenes Bewusstsein bekommen, sich natürlich in eine andere Richtung entwickeln können. Und so entsteht dann auch, ja, im Grunde dieses Universum, was dann Bobbyverse heißt, weil irgendwann sehr viele Bobs sozusagen unterwegs sind und uns durch die Geschichte begleiten. Und das ist vor allem im ersten Teil wirklich ein Großteil der Geschichte, was diese ganze Technik auf sich hat, welche Mission Bob jetzt eigentlich anstrebt, was er im Universum finden und suchen soll für die Menschheit auf der Welt, was ihm da unterwegs passiert. Und es ist irgendwie ein Roadtrip durchs Universum mit gefühlt ganz vielen Bobs, die alle einen sehr merkwürdigen, strangen, grandiosen Humor haben und sich selbst nicht so ernst nehmen, obwohl sie es eigentlich tun müssten. Und diese Geschichte führt sich jetzt natürlich im zweiten Teil auch weiter, ohne da jetzt konkreter auf die Geschichte einzugehen. Aber dieses Grundgerüst der verschiedenen Bobs bleibt im Grunde bestehen und wir sind weiterhin in einer wunderbaren Science-Fiction-Idee, die wirklich einfach großartig erzählt ist. Denn Dennis E. Taylor hat einen wahnsinnig humorvollen, ja, ironischen, sarkastischen, zynischen Humor. Es gibt unglaublich viele Anspielungen auf Filme und Bücher. Natürlich gerade so für die Trekkies sind da einige Anspielungen dabei, die man wahrscheinlich, wenn man das intensiv mag, noch mehr feiert, als ich es tue. Es ist eine Geschichte, die mich zum Lachen bringt, die mir so neue Welten erschließt, die mir das logisch erklärt, ohne zu technisch zu sein. Und deswegen ist sie für mich und natürlich, also für mich sowohl als natürlich auch für Anfänger in der Science Fiction absolut geeignet. Ohne für Leute, die gerne auch mehr Technik mögen, zu langweilig zu sein, denn diese Geschichte ist einfach sehr intensiv erzählt. Es ist eine unglaublich innovative Idee. Es ist
grandios von der Logik, dass das tatsächlich alles irgendwie Sinn macht und man am Ende einfach mal sprachlos da sitzt und dann eigentlich direkt wieder das Lachen anfängt. Es ist sehr humorvoll, das muss man natürlich mögen. Viele hatten das ja beim Marsianer so ein bisschen ja angemeckert, dass Science Fiction nicht immer unbedingt auch humorvoll sein sollte, was ich wiederum ganz anders sehe, denn ich finde, wir sind ja alles nur Menschen und wenn der Mensch eben einen Humor hat, dann bringt er den natürlich auch in die Zukunft hoffentlich mit. Wir wollen ja nicht, dass die Zukunft irgendwie trostlos und unlustig ist. Und so war ja Mark Watney zum Beispiel beim Marsianer auch ein sehr humorvoller Mensch, der uns aber natürlich trotzdem Technik näher gebracht hat und Logik und seine Idee, die er da gemacht hat auf dem Mars, auch einfach vermitteln konnte. Und so geschieht das hier bei Bob von Dennis E. Taylor eben auch einfach. Und allein der Titel mit Wir sind, also Wir sind viele oder Ich bin viele war ja der erste, jetzt sind Wir sind Götter und ich habe jetzt schon wieder verdrängt, wie der dritte Teil heißen wird. Ich bin manchmal, ich weiß es nicht mehr. Vielleicht kann ich euch das Cover hier mal auch irgendwo einblenden. Es ist auf jeden Fall schon von den Titeln her einfach großartig gewählt. Und es ist so eine große Science-Fiction-Story, in der unglaublich viel passiert. Und man wirklich merkt, mit welcher Leidenschaft ja, Dennis E. Taylor sich diese Geschichte ausgedacht haben muss. Und es ist einfach bombastisch. Also es hat mich unglaublich gut unterhalten, was zum einen natürlich nicht nur an der Geschichte selbst lag, sondern in dem Fall auch ans Hörbuch, das mir vom Verlag zur Verfügung gestellt wurde. Wir haben hier ja Simon Jäger, den absolut mitbegnadetsten Hörbuchsprecher, den ich immer wieder super gerne höre. Unter anderem ist er eben auch die Synchronstimme von Matt Damon. Und wer meine Videos länger kennt, weiß, dass ich automatisch mit Stimmen auch irgendwie einen Charakter impliziere. Und so ist es hier eben wirklich immer ein Matt Damon. Und das passt natürlich jetzt so in Science Fiction, wenn man an Mark Watney denkt, an den Marsianer mit Matt Damon, dann passt so dieses Gefüge wieder. Oder Interstellar war Matt Damon ja auch mit dabei. Da hat das natürlich so seinen besonderen Charme und ich finde auch Simon Jäger als Sprecher einfach unglaublich großartig. Der bringt diesen Humor super rüber, der hat diese unterschiedlichen Bobs irgendwie eine eigene Stimme gegeben, ohne jetzt wirklich viel dafür zu tun, aber man hatte immer das Gefühl, man kann das greifen und es war so echt und man hat sich so hineingezogen gefühlt in diese Geschichte und das fand ich selbst im kränksten Zustand, hat mich diese Geschichte wirklich begeistern können. Sie hat mich nicht unbedingt dazu angeregt zu schlafen, denn ich bin einfach niemand, der bei einem spannenden Hörbuch einschläft, sondern ich habe danach einfach wirklich auch irgendwas gebraucht, was mich dann wirklich müder macht und dann zum Einschlafen gebracht hat, beziehungsweise ich schlafe am besten ja mit Ruhe. Von daher, aber ich fand das wirklich toll und Simon Jäger kann das einfach unglaublich gut. Eine Reihe, wo ich mich jetzt wirklich sehr auf den dritten Teil freue, ich sehr gespannt bin, wie die Geschichte sich dann im Grunde entwickelt und wie sie dann auch im dritten Teil weitergesponnen wird. Also wirklich großartig, absolute Empfehlung, wer Science Fiction mit Humor mag, egal ob Anfänger oder Fortgeschritten in dem Genre, absolute Empfehlung, das war wirklich ein absolutes Highlight auch in der Woche. Nach zwei Highlights habe ich dann natürlich auch am Donnerstag, glaube ich, mit die Überfahrt von Mats Strandberg begonnen. Ein Buch, das wir im Leseklub jetzt im Dezember gemeinsam lesen. Mats Strandberg wird als der schwedische Stephen King betitelt und es heißt hier hinten auch so schön, Mats Strandberg weiß, wie man einen Thriller schreibt. Ich werde nie wieder an Bord einer Ostseefähre gehen. Und das Gefühl habe ich aktuell auch. Ich möchte gar nicht so viel zu dem Buch erzählen, denn ich denke, es macht Sinn, das Buch wirklich, wenn es beendet ist, dann im Grunde eine Stimmung, einen Eindruck dazu vermitteln. So mittendrin kann das durchaus was anderes sein. Ich hinke leider so ein bisschen nach, was einfach damit zu tun hat, dass ich auch einen Tag später begonnen habe, weil es mir einfach Donnerstag noch nicht ganz so gut ging, um wirklich zu einem echten Buch zu greifen. Und auch das Wochenende, es ist noch nicht so richtig lesetechnisch, wie ich es mir vorstelle. Tatsächlich eher hören gelingt mir besser. Aber ich hoffe, dass es jetzt in der Woche auf jeden Fall dann natürlich gar besser wird und wenn wir das Wochenende dann nochmal so ein bisschen zum Auskurieren genutzt haben, kommt dann in der nächsten Woche, wird auf jeden Fall mehr dazu erzählt. Ja, so ein bisschen habe ich auch in Magazinen gelesen diese Woche. Ich habe die Ich Bin gelesen, die hat mir eine liebe Freundin, die Tanja, mitgegeben. Sie hatte die sich gekauft, war dann aber nicht ganz so begeistert und ich kann das durchaus verstehen. Zum einen gibt es unglaublich viele Schreib- und Grammatikfehler.
Und nein, ich bin überhaupt niemand, der in Büchern darauf achtet. Dafür habe ich, glaube ich, gar kein so bewusstes Auge, sage ich mal so. Also ich bin niemand, der akribisch jetzt Rechtschreibfehler oder Grammatikfehler finden möchte. Aber wenn es eben auffällt, dann achtet man da gefühlt immer ein bisschen mehr drauf. Und es ist ein Magazin, was an sich ganz okay war. Ich fand es jetzt auch wirklich nicht schlimm oder schlecht. Ich glaube einfach, es ist eher für Leute, die mit Mindstyle oder diesen ganzen, ja, also dieses zu sich selbst finden, die irgendwie Achtsamkeit suchen oder auch eben einfach so sich mit diesem Thema das erste Mal beschäftigen, für die ist dieses Magazin was. Für mich war sie an vieler Stelle zu oberflächlich, weil ich gefühlt eben einfach schon tiefer in der Materie drin bin und da einfach dann mehr erwarte. Kann ich der Zeitschrift jetzt nicht zum Vorwurf machen, weil sie eben tatsächlich eher wahrscheinlich für Anfänger ist. Ich fand aber ganz schön, wie sie einfach bildhaft dargestellt ist. Sie hat wunderbare Bilder mit drin. Sie hat wunderbare Themen auch mitgewählt. Also wirklich auch, wenn es um Wintertage geht, die man mir ja nicht so schön machen kann. Oder wir auch wirklich hier wieder ein bisschen was über Yoga haben und was es da eben also ein bisschen gibt. Es ist, glaube ich, ein Untermagazin der Auszeit. So wie ich das irgendwie gesehen, verstanden habe, steht auch hier unten drunter. Also irgendwie ist das wahrscheinlich ein bisschen ein mainstreameres Magazin als die Auszeit. Kann man auf jeden Fall lesen, wäre jetzt für mich aber kein Must-Read und ist wohl auch nichts, was ich mir, wenn mich nicht mal ein Thema direkt anspricht, dann auch zulegen würde. Ganz anders, mein Lieblingsmagazin neben der Hücke ist die Flow. Das ist wirklich was immer bei mir einzieht, auch in dieser wunderschönen Weihnachtsausgabe, die ich wirklich ganz, ganz großartig fand. Darin enthalten ist diesmal auch weihnachtliches Geschenkpapier und auch der Jahreskalender, der ja so zum Auffädeln ist, wo man jeden Tag einen motivierenden Spruch hat, eine Aufgabe hat, einfach so diesen Moment der Achtsamkeit, der mich jetzt auch in 2018 schon begleitet hat. Er wird mich auch in 2019 begleiten. Das hat etwas sehr Meditatives, 365 Kärtchen voneinander zu trennen, weil man muss die natürlich einzeln hier abtrennen und dann auch noch aufzufädeln. Ich glaube, das ist schon allein eine ganz wunderbare Achtsamkeitsaufgabe. Ja, wir haben hier drin natürlich das ein oder andere winterliche Weihnachtsthema, auch wieder wunderschöne Illustrationen, wo ich mir auch zwei herausgenommen habe, die ich ja gerne dann auch mal in mein Bullet Journal packe oder auch einfach mal meine Notizblöcke verschönere von außen. Also es ist immer wieder schön. Es ist ein bisschen anders. Das hat auch die Redakteurin vorne draufgeschrieben, dass Neues gewagt wird, dass man ein bisschen was anders macht, aber doch so ein bisschen dabei bleiben möchte, wie man ist. Und das finde ich, hat sie absolut auch wieder geschafft. Ich lese die Flow unglaublich gerne. Ich finde, es gibt nichts Entspannenderes, als morgens aufzustehen, Rollo hoch und erstmal 10 Minuten in der Flow zum Beispiel oder in der Hücke zu lesen. Und das ist wirklich eine ganz wunderbare Morgenroutine, bevor man dann aufsteht, vielleicht seine Stretch-Yoga-Übungen macht und dann einfach mal so ein bisschen bei sich ankommt. Das hilft mir wirklich auch in der dunklen Jahreszeit sehr weiter. Und das schafft eben die Flow auf jeden Fall bei mir immer wieder. Ja, das soweit lesetechnisch. Ich habe in dieser Woche auch Serie gesuchtet, weil wenn man krank ist, liegt man auf der Couch und dann hat man, oder auch im Bett, und dann hat man ja nicht sehr viele Möglichkeiten, außer irgendwie normales Fernsehen zu gucken, aber da kommt gefühlt also nicht wirklich was so in Frage. Und ich habe schon in der letzten Woche mit den Gilmore Girls angefangen, habe in dieser Woche die erste Staffel beendet und auch schon sehr, sehr viele Folgen in der zweiten Staffel angesehen. Also ich bin auch gefühlt fast schon bis auf 4-5 Folgen vom Ende der zweiten Staffel schon sehr weit gekommen. Zudem hat sich jetzt endlich ein ganz wunderbarer junger Mann in der Sendung gefunden. Ich glaube, man spoilert jetzt nicht. Ich war in diesem Jahr ja auch ein absoluter Fan von This Is Us. Und da habe ich ja vor allem Jack unglaublich ins Herz geschlossen, der ja der Vater der Familie sozusagen ist. Und der findet sich eben in sehr jungen Jahren bei den Gilmore Girls wieder als Chase, als Neffe des
deiner Besitzer Luke sozusagen. Und ich habe den so gesehen und dachte, Mensch, den kennst du, der kommt ja bekannt vor, wo steckst du den hin? Und dann habe ich den Namen so gesehen, obwohl ich das Intro eigentlich immer überspringe, was ja durch Netflix ganz wunderbar funktioniert. Und anhand des Namens wusste ich dann, oh, das ist doch der Schauspieler von. Also wir wissen jetzt, was Jack sozusagen vorher getan hat. Er war im Grunde bei den Gilmore Girls. Ja, und ich habe ihn sehr, sehr ins Herz geschlossen. Ich habe sehr viele Charaktere tatsächlich in dieser Sendung ins Herz geschlossen. Allerdings gehören Lorelei und Rory immer weniger dazu. Und ich weiß, alle Fans werden jetzt zerstört sein. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich nicht live dabei war, dass ich vielleicht keine Jugendliche war, die mit Rory groß geworden ist. Ich finde sie sehr anstrengend. Ich kann mich in vielen Dingen, sehe ich mich in Rory, also egal, ob es da einfach so das Schulische ist, dass man sich da engagiert, dass man da bestrebt ist, obwohl ich musste nie viel lernen, um gute Noten zu haben, aber einfach, dass man so etwas erreichen möchte, dass man ja im Grunde auch immer ein Buch mit sich herumführt, auch tatsächlich so anfänglich, wie sie so mit Freunden, mit ihrem ersten Freund, das konnte ich alles ganz gut nachvollziehen und dachte so, ja, endlich mal so ein Mädel, das in eine normale Richtung für mich geht, sage ich mal. Allerdings hat das sich in der zweiten Staffel doch jetzt ganz schön gewendet, weil Rory doch ein gefühlt ganz schön durchtriebenes junges Fräulein geworden ist. Nein, durchtrieben ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber sie ist in meinen Augen ganz schön falsch und ich glaube, es liegt gar nicht daran, dass sie das von sich aus ist, sondern dass sie einfach gar nicht weiß, was sie will, wer sie ist und natürlich auch eine Mutter hat, die gefühlt eine katastrophale Vorbildfunktion hat, was zumindest Beziehungen angeht. Und da habe ich ganz viele Augenrollmomente und ja, man sollte das nicht so ernst nehmen und nein und ja, es ist unterhaltsam, gar keine Frage. Es sind tolle Dialoge, es gibt Problematiken, die ich toll finde, dass die in der Serie angesprochen werden. Ich mag das Zwischenmenschliche sehr, sehr gerne, aber mit diesen zwei Frauen, das ist, mit denen bin ich einfach nur nicht auf einer Wellenlänge. Theoretisch bin ich ja jetzt im Alter von Lorelei und wenn ich ja das so sehe, denke ich mir, nein, also so gefühlt kenne ich keinen Menschen in meinem Alter, dass der ansatzweise so ist wie Lorelei. Nichts gegen die Kaffeesucht, ich bin ja eine Teesüchtige, aber ich kann das irgendwo vielleicht noch nachvollziehen. Auch so manche Entscheidungen, die sie getroffen hat, aber bei vielen Dingen denke ich, also wenn man denkt, dass man so durchs Leben kommt, dann kann man auch gleich einen auf Carrie Bradshaw machen, die im Grunde ja durch eine Sexkolumne sich irgendwie 10 Paar Schuhe von Manolo Blahnik leisten kann. Das glaubt man einfach nicht, das ist unrealistisch und ja, es soll auch gar nicht realistisch sein. Ja, ne, aber das sind so manche Dinge einfach, wo ich immer denke, oh, ja, ich bin noch nicht zugenervt, gar keine Frage. Ich finde es nach wie vor sehr unterhaltsam und man möchte natürlich wissen, wie geht das alles so ein bisschen weiter. Und ich mag einfach dieses Örtchen, wo wir uns befinden. Das ist so ein bisschen wie bei Redwood Love, wo ich einfach dieses Örtchen Redwood ganz, ganz toll fand. Und so geht es mir hier mit Stars Hollow eben auch, dass ich diesen Ort einfach ganz bezaubernd finde. Diese Vorstadt, diese Menschen, diese unterschiedlichen Charaktere, die irgendwie so ein eigenes... ja, ein eigenes Universum, wo halt jeder Mensch irgendwie speziell ist und der sich dort wiederfindet. Und das finde ich einfach ganz, ganz toll. Und ja, das macht mir einfach großen Spaß, so diese drumherum Menschen. Aber vieles finde ich halt tatsächlich auch schon ein bisschen nervig. Es war jetzt in Ordnung und ich denke auch, ich werde auf jeden Fall weiter gucken. Mal schauen, es muss schon einen etwas nervigeren Punkt gefühlt geben. Ja, wo ich dann sagen würde, nee, mache ich nicht weiter. Also ähnlich wie ich ja auch The Walking Dead dann einfach nicht mehr weitergeguckt habe, weil es mich einfach so genervt hat. Und wo ich dann einfach denke, vielleicht ist das auch nur eine Pause, vielleicht ist es ein Abbruch, man kann nie wissen. Aber ja, so weit ist es bei den Gilmore Girls überhaupt noch nicht. Aber ja, muss man sich vielleicht noch so ein bisschen eingrooven. Vielleicht muss man da einfach ein bisschen lockerer werden und ein bisschen anders. Aber... ja, na, ihr versteht. Ja, ansonsten war ich in dieser Woche auch Teil des Booktuber Adventskalenders. Ich habe am 18. das Türchen öffnen können. Ich packe euch da einfach die Playlist auch nochmal unten in die Infobox. Schaut da einfach gerne mal vorbei, wenn ihr vielleicht ein Türchen verpasst habt oder jetzt noch so kurz vorm 24. einfach Lust habt, ein paar Videos anzuschauen. Schaut da einfach mal vorbei. Da wird auf jeden Fall für jeden irgendwie ein Türchen dabei sein. Es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, nach dem Feierabend
ein Türchen anzuschauen. Ich werde das jetzt auch irgendwie so ein bisschen vermissen, dass eben tatsächlich so gefühlt jeden Tag ein Video zu einem gewissen Thema irgendwie online kommt. Aber das ist halt einfach so schön in der Weihnachtszeit, dass man einfach so diese Vorfreude hat und alle auch so eine weihnachtliche Stimmung verbreiten. Und ja, ihr findet, wie gesagt, die Playlist unten in der Infobox, wie auch alle anderen Infos zu den Büchern, zu dem Leseklub, zu allerhand anderem, was sich da unten so ein bisschen tut. Schaut da einfach mal vorbei. Ich versuche da immer so viele Infos wie möglich reinzupacken. Ja, und das war es jetzt, glaube ich, auch von mir. Ich merke jetzt auch nach 2 Videos, dass die Stimme so, muss man mal noch ein bisschen schonen. Aber es hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht, einfach über Bücher zu reden und ja, einfach so zu quatschen. Ich freue mich natürlich jetzt auch auf den Austausch mit euch, welche Bücher ihr in der Woche gelesen habt, was vielleicht auch so ein bisschen ein Highlight war, ob ihr beim Herrn der Ringe Reread dabei wart oder ob ihr es gar zum ersten Mal gelesen habt, wie euch auch ja, das Leseklub-Buch vielleicht gefallen hat. Theoretisch seid ihr ja jetzt schon fertig, wenn ihr mitgelesen habt, welche Magazine ihr vielleicht gerne lest, Serientipps, immer gerne gesehen, auch gerne eure Gedanken, wenn ihr Gilmore Girls Fans seid und jetzt denkt, wenn Steffi, seh das doch einfach mal so und so und alles ist entspannter, also wird es am Ende wahrscheinlich tatsächlich sein. Also, ab damit in die Kommentare, würde mich sehr über den Austausch freuen. Und ja, ich danke euch jetzt einfach fürs Zusehen, wünsche euch ein schönes Wochenende, einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen 4. Advent und natürlich auch ein ja, schönes Weihnachtsfest dann am Montag. Und es ist total irre, theoretisch ist die nächste Bücherwoche dann schon das letzte in dem Jahr. Wahnsinn, wie Zeit vergeht. So, aber gut, nicht mehr von mir. Macht's gut, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.